Hallo zusammen. Die Firma Vivo hat mich vor kurzem angeschrieben und gefragt, ob ich bereit wäre, zwei Maschinen für sie zu testen. Man würde die mir auch zur Verfügung stellen. Klar wollte ich. Die erste dieser Maschinen war ein Dickenhobel. Das Video findet ihr hier oben. Die zweite dieser Maschinen ist eine Graviermaschine mit Lasermodul. Da hinten steht sie, noch unausgepackt. Sowas habe ich noch nie besessen und ich bin schon sehr gespannt, was die alles kann. Deshalb lasst uns das Ding auspacken. Okay, das hier ist auf jeden Fall ein richtiger Bausatz mit jeder Menge Kleinteile. Ich denke, ich muss mich jetzt erstmal in die Anleitung reinknien, diese Teile sortieren und dann kann es erst losgehen. Ach ja, zu diesem Tisch habe ich noch gar nichts gesagt. Wer mir auf Instagram folgt, weiß allerdings, dass ich den aufgebaut habe. Das ist kein neuer Tisch, der stand früher schon mal hier in unserem Haus vor einem Heizkörper, daher diese Aussparung in der Vorderkante, wobei die Platte da natürlich andersherum stand, sodass das die Rückwand war. Dieser Tisch stand in der letzten Zeit eigentlich nur im Nachbarraum im Weg herum und ich brauchte hier noch einen Tisch, von daher hat das perfekt gepasst. Apropos perfekt gepasst, schaut mal auch von der Breite her, passt dieser Tisch ja wirklich perfekt. Ja, ich brauchte ihn einerseits für meinen 3D-Drucker, andererseits hier eben für diese Graviermaschine, denn die braucht ja auch ein bisschen Platz und auf der anderen Werkbank gegenüber, die ist einfach schon sehr voll. Ich habe jetzt hier mal den ganzen Kram verteilt. Teilweise erklären sich die Teile von selber. Hier zum Beispiel der Netzstecker und ein Adapter. Da oben irgendein USB-Kabel, wahrscheinlich später zur Datenübertragung. Das, was aussieht wie so ein kleiner weißer Gameboy, das ist die Steuerung. Hier vorne eine Platine. Das hier dürfte das Lasermodul sein. Und ja, der Pinsel, der war auch dabei. Dann hier Teile des Gehäuses aus Aluminium, schätze ich mal. Wobei hier oben diese beiden Teile und die beiden langen hier, das könnte auch irgendein schwerer Kunststoff sein. Da bin ich nicht ganz sicher. Werkzeug ist mitgeliefert. Hier jede Menge verschiedener Schrauben und Gedöns. Da haben wir auch ein paar kleine Fräser schon mit dabei fürs Gravieren. Ja, diese Schutzbrille war auch mit dabei. Hier noch diverse Motoren und anderes Zeug. Da noch ein paar ziemlich ölige Stangen. Aus all dem werde ich jetzt hier mit Hilfe der Anleitung diese Maschine zusammenbauen. Wir werfen mal einen kurzen Blick in die Anleitung. Die Anleitung ist zwar komplett auf Englisch gehalten, aber kein Grund, das nicht zu verstehen, denn im Wesentlichen gilt es, Bilder zu begreifen. Die Bilder sind zwar in Schwarz-Weiß gehalten, aber sehr klar und deutlich abgedruckt. Und jeder, der so eine Explosionszeichnung hier versteht, wird dieser Anleitung ohne Probleme folgen können. Sollte mal irgendwo unklar sein, um was für ein Bauteil es sich handelt, dann kann man einfach die zugehörige Nummer nachschauen. Hier beispielsweise dieses Bauteil, das hat hier die Nummer 27. Und dann sieht man auf der linken Seite in dieser Teileliste Nummer 27, das ist hier irgendein M4x5er Teil, also irgendwas mit Gewinde. Davon gibt es 3 Stück. Und hier gibt es dann auch nochmal eine Abbildung in Bunt. Auf der nächsten Seite, da ist die Anleitung dann bereits zu Ende. Also es ist nicht viel, die Zeichnungen sind natürlich kompakt, aber das schaffe ich. Im weiteren Verlauf der Anleitung geht es dann um die Bedienung des Geräts. Hier beispielsweise um das Control Board und den Laser. Hier um die Software. Da braucht man dann tatsächlich ein paar Englischkenntnisse. Aber wer damit Probleme hat, der schaut sich einfach dieses Video an. Ich werde nicht alles hieraus vorlesen, aber ich werde versuchen, das Wichtigste zusammenzufassen, so dass ihr das Gerät bedienen könnt. Das hier ist übrigens die S3018 Pro. Bei Interesse schaut doch einfach unten in die Videobeschreibung, da verlinke ich euch die Maschine zusammen mit einem Rabattcode, sofern der jetzt noch für euch gültig ist. Genug der Worte, ich setze mich dahin, schnapp mir ein Hörbuch, baue das Ding auf und ihr seid im Zeitraffer mit dabei. Der Aufbau der Maschine ohne Verkabelung besteht aus 7 Schritten. Das meiste davon ist sehr gut verständlich. Es gab nur wenige Schwierigkeiten, zum Teil durch eigenes Verschulden, weil ich nicht richtig hingeschaut habe. Hier also eine kommentierte Zeitrafferaufnahme des Aufbaus. Im ersten Schritt wird der Rahmen, auf dem alles steht, zusammengesetzt, inklusive der Mechanik für das Vor- und Zurückbewegen der Aluplatte zum Fixieren des Werkstücks. Achtet zunächst darauf, die richtige Gewindestange einzubauen. Davon gibt es nämlich 2 Stück in verschiedenen Längen. In die Seitenteile des Rahmens werden je 6 rechteckige, sogenannte Trapezmuttern eingeschoben, also kleine Plättchen mit trapezförmigem Querschnitt mit Gewindebohrung. Hier fand ich es schwierig zu sehen, ob sie innen oder außen angebracht werden.
Da es sich um die Muttern zur späteren Befestigung der Seitenteile handelt, kommen diese aber nach außen. Doch es ist in der Anleitung erkennbar, aber wenn man nicht weiß, wozu die sind, kann man das schon mal übersehen. Das vordere und hintere Teil des Rahmens besitzen je ein Kugellager zur Aufnahme der Gewindestange. Wichtig, das Kugellager muss auch jeweils außen sitzen, also im vorderen Rahmenteil vorne und im hinteren Rahmenteil hinten. Diese beiden Rahmenteile haben Füße, klar, dass die nach unten gehören. Was den Motor angeht, so ist noch wichtig, dass der Anschluss zu einer der beiden Seiten zeigt, sodass das Kabel später bequem angeschlossen werden kann. Den Abbildungen in Schritt 1 nach könnte er auch nach unten zeigen, aber das geht nicht, weil der Abstand zum Tisch, auf dem er steht, keinen Kabelanschluss zulässt. Links und rechts neben der mittig angebrachten Gewindestange wird je eine Führungsschiene verbaut und daran kommen je zwei schwarze Plastikteile, an die später die Aluplatte geschraubt wird. Diese schwarzen Plastikteile haben zwei Paar Bohrungen, eines mit kleinem Durchmesser und eines mit großem Durchmesser. In zwei von drei Abbildungen sind diese Durchmesser beide gleich. Das ist also tatsächlich ein Fehler, der einzige, den ich hier gefunden habe, obwohl es explizit im Text steht. Erst in der dritten Abbildung sieht man auch, dass die jeweils größeren Durchmesser nach außen gehören, also wieder bei den hinteren Plastikteilen nach hinten und bei den vorderen Plastikteilen nach vorne. Prinzipiell funktioniert die Maschine auch, wenn man das falsch macht, aber diese Plastikteile begrenzen letztlich, wie weit die Aluplatte nach vorn oder hinten bewegt werden kann und bestimmen somit, wie weit der Fräser nach vorn oder hinten reicht. Im zweiten Schritt wird die Aluplatte an eben diesen Plastikteilen an den größeren Löchern befestigt. Auf manchen Abbildungen, so auch der ersten, steht die Aluplatte oder der Rahmen auf dem Kopf. Das habe ich nicht gesehen, weil hier wiederum Trapezmuttern in die Nuten der Aluplatte geschoben werden und ich dachte, die gehörten ja nach unten. Ist ja auch so. Aber da die Platte, wie gesagt, in der Abbildung auf dem Kopf liegt, ist unten in Wirklichkeit oben. Man erkennt das auch, wenn man ganz genau hinschaut und auf die gestrichelten Hilfslinien achtet, die zeigen, wo hinein diese Trapezmuttern gehören. Jedenfalls habe ich nicht ganz genau hingeschaut und die Trapezmuttern erstmal auf der falschen Seite angebracht und die Platte zunächst falsch herum eingebaut. Das wäre letztlich wohl auch gegangen, aber richtig herum hat man mehr Fixierungsnuten für die Werkstücke, nämlich 4 statt 3, und die Platte sitzt halt mittig zu den Plastikteilen, auf denen diese Platte, wie gesagt, befestigt wird. Im dritten Schritt wird das, von vorne gesehen, rechte Seitenteil befestigt, und zwar an diesen Trapezmuttern, die im ersten Schritt seitlich außen am Rahmen angebracht wurden. An sich ist das sehr einfach und man muss nur eines beachten, dass nämlich der Abstand zwischen Seitenteil-Hinterkante und Rahmen-Hinterkante exakt 46 mm beträgt. Das steht so auch in der Anleitung, aber man kann es schnell übersehen, weil es sehr klein dasteht. Nein, ich habe es dieses Mal nicht übersehen, ich wollte euch trotzdem darauf hinweisen. Im vierten Schritt der Anleitung wird die Graviereinheit zusammengesetzt und auf Gewinde und Führungsstangen gesteckt. Zum Teil konnte ich das überspringen, denn manches, was hier gemacht werden soll, war bei mir schon vormontiert. Nachgeschaut, ob alles da ist, habe ich natürlich trotzdem. Beim Eindrehen der Gewindestange muss man die zugehörige Mutter eindrücken, denn die ist mit einer Feder versehen. Im fünften Schritt wird, was man in Schritt 4 gebaut hat, zusammen mit zwei Aluprofilen an der rechten Seitenwand befestigt. Auch ein weiterer Motor wird verbaut, dessen Anschluss muss nach hinten zeigen. Die linke Seitenwand folgt nun im sechsten Schritt. Die Montage ist selbsterklärend, wenn man, wie immer, die richtigen Schrauben findet. Aber wie schon gezeigt, stehen die Schraubenbezeichnungen immer in den Abbildungen dran und mit der Farbtabelle der Teile ist das Identifizieren wirklich gar kein Problem. Im siebten Schritt wird die Steuerplatine auf der Rückseite der Maschine angeschraubt. Ihr seht, dass ich hier die Aluschienen, die ich gerade erst angebaut habe, wieder abnehme. Das liegt daran, dass hier wieder solche Plättchen mit Gewinde, Chipnuts, wie sie dieses Mal heißen, in die Nuten der Schienen gesteckt werden müssen.
Ehrlich gesagt hatte ich gedacht, die Anleitung sei hier fehlerhaft und man habe in Schritt 6 einfach vergessen, diese Plättchen einzufügen. Aber siehe da, nachdem ich die Schienen ausgebaut, die Plättchen eingefügt und die Schienen wieder befestigt habe, fallen mir diese Plättchen teilweise wieder heraus. Man kann sie nämlich einfach mit einer Drehung in die Schienen einsetzen. Die Anleitung war also richtig. Ich hätte mir das Aus- und Einbauen der Schienen sparen können. Mit einem Inbus als zweckentfremdetes Werkzeug, irgendein Schraubenzieher oder eine Schraube oder von mir aus auch eine Stricknadel hätten es genauso gut getan. Auf jeden Fall mit diesem Inbus, den ich in das Gewinde der Plättchen stecke, fädle ich die nicht quadratischen Plättchen mit Gewinde, also quer in die Aluschienen ein, drehe sie dann um 90 Grad hochkant und schraube die Platine daran fest. Wichtig ist noch, dass man die kleinen Plastikringe, die dabei sind, an die richtigen Stellen setzt, nämlich zwischen Platine und Aluschiene, aber das zeige ich gleich nochmal in Großaufnahme. Insgesamt hat der Aufbau bis hierher etwa 1,5 Stunden gedauert, inklusive Studierens der Anleitung, inklusive meiner Fehler und weniger kurzer Pausen. Soweit der Zusammenbau der Hardware, wie es auf den ersten Seiten der Anleitung mit Bildern dargestellt ist. Ich habe hierfür jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde gebraucht, aber ich habe mich auch verhaspelt, wie ihr gesehen habt. Das lag aber daran, dass ich nicht genau hingeschaut habe. An sich finde ich die Anleitung sehr gelungen. Mein erster Eindruck der Maschine, so wie sie bisher hier steht, ist ein sehr guter. Die Komponenten sind sehr schwer, die gesamte Maschine ist, so wie sie steht, hier sehr schwer. Die Komponenten machen einen hochwertigen Eindruck und da bin ich ganz optimistisch, dass das wirklich eine qualitativ gute Maschine ist und nicht irgendein Billigteil. Die restlichen Schrauben und Flügelmuttern und Unterlegscheiben, sowie hier oben diese Dinger, die aussehen wie die Abdeckplatten von Schlössern, sind wahrscheinlich dazu da, die Werkstücke später hier auf der Platte zu fixieren. Eine Madenschraube ist ebenfalls übrig, aber das ist auch ganz gut so, denn hier an diesen Achsen oder auch hier an diesen Drehknöpfen, da sind die beim Montieren ruckzuck mal rausgefallen, ist mir mehrmals passiert, ich habe sie allerdings immer wieder gefunden. Die Platte für die Elektronik befindet sich ja hier auf der Rückseite. Das heißt, ich muss das Teil jetzt mal umdrehen und dann schauen wir uns das hier mal ein bisschen genauer an. Und warum hat er jetzt plötzlich einen Pullover an? Naja, ich drehe das hier nicht in einem Tag. Es ist schon wieder ein paar Tage später und es ist Abend. Ich habe mir gemütliche Sachen angezogen und mache weiter. Um diese Platine geht es nun. Da muss alles Mögliche angeschlossen werden. Zum Größenvergleich obendrauf das Metermaß. Das Ding ist gerade mal 10 cm breit. Die Anleitung besitzt eine gut beschriftete Fotografie dieser Platine und nebendran ist auch noch ein Erklärungstext. Jetzt werden diese Kabel und der Controller sowie dieses Kabel hier zum Einsatz kommen. Das Lasermodul, das werde ich jetzt später montieren. Ich möchte erstmal das Graviermodul testen. Ich habe die Maschine nochmal kurz gedreht, denn ich muss noch was Theoretisches loswerden. Damit dieser Gravierkopf sich später an jede Position im Werkstück eindeutig bewegen kann, benutzt so eine Maschine ein virtuelles, dreidimensionales Koordinatensystem. Der sogenannte Ursprung des Systems befindet sich in der Regel hinten links an so einer Maschine. Die X-Achse läuft nach vorne, die Y-Achse zur Seite und die Z-Achse nach oben. Hier vorne seht ihr so ein kleines Drehrädchen, da kann ich die Platte nach vorne und hinten bewegen. Man könnte es auch so konstruieren, dass der Gravierer nach vorne und hinten fahren kann, aber ob der Gravierer jetzt nach vorne fährt oder die Platte nach hinten, das ist relativ gesehen, also zwischen Werkstück und Gravierkopf, natürlich vollkommen egal. Oder umgekehrt, der Gravierer nach hinten und die Platte nach vorne. Hier ist also die Bewegung für die X-Achse und hier hinten dementsprechend befindet sich der zugehörige Motor für die X-Achsenbewegung. Hier an dieser Stellschraube, die könnt ihr jetzt glaube ich nicht sehen, aber da ist eine Stellschraube, da kann ich offensichtlich den Gravierer nach rechts und links bewegen. Das ist also die Bewegung in Y-Richtung. Der zugehörige Motor befindet sich hier. Und hier an diesem Rädchen bzw. bei diesem Motor kann ich das Ganze rauf und runter fahren. Das ist also die Bewegung in Z-Richtung. An diese drei Motoren hier werde ich jetzt Kabel anschließen. Dazu drehen wir das Ganze mal. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, dass man es nicht vertauscht. Hier ist also der Motor für die X-Achsenbewegung, da Y, da Z. Und hier seht ihr drei Anschlüsse, da kommen jetzt die Kabel dran. Diese bunten Kabel, davon gibt es drei Stück. Und wenn wir uns diese Köpfe hier mal ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir, dass es da auch unterschiedliche Köpfe sind, also unterschiedliche Anschlussstecker. Der eine, der hat 4 Pinlöcher, der andere hat 6 Pinlöcher. Und der mit den 4 Pinlöchern, das sind die, die hier in diese Anschlüsse gehören. Das mit den 6 Pinlöchern gehört jeweils an die Motoren.
Hier der mit den 4-Pin-Löchern, also für diese Anschlüsse, da ist auf der einen Seite so ein U zu sehen. Auch hier an diesem Anschluss befindet sich so ein kleines U. Das heißt, daran kann man sich orientieren, in welche Richtung das gehört. Bei dem Anschluss hier gehört das U zum Beispiel nach vorne. Naja gut, das ist die Rückseite der Maschine, also in gewisser Weise nach hinten. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir schauen halt drauf. Das wird hier reingesteckt. Ein Stückchen, nicht zu weit, aber bis es ganz drin ist. Jetzt müssen wir mit den Kabeln ein bisschen aufpassen. Wir können die ja nicht hier irgendwie da durchfädeln oder sowas. Das darf der Maschine natürlich nachher nicht im Weg sein. Das heißt, wir bleiben hier auf der Rückseite. Das ist X, das ist Y, das ist Z. Es steht auch da unten drunter, ganz klein, aber kann man trotzdem lesen. Hier habe ich also jetzt das Kabel für X. Das ging ja hier unten hin, denn das war ja meine Bewegung in X-Richtung. Das wird also hier eingesteckt. So, jetzt muss ich auf die Richtung aufpassen. Aber andersrum geht es auch nicht. Also ihr könnt es nicht falsch rum einstecken. Wenn ihr also viel Gewalt braucht, habt es vermutlich falsch herum, den Stecker. Das war X. Das zweite Kabel für Y. So, der zugehörige Motor befindet sich ja da. Das ist ja hier diese seitliche Bewegung. Y. Sorry, wenn mal mein Arm im Weg ist, aber ihr wisst ja, wie so ein Stecker reingesteckt wird. So, und das wäre dann noch das dritte Kabel für die Z-Richtung. So, die gehen nicht ganz rein, also nicht wundern, wenn das irgendwie noch so 3-4 mm rausguckt. Das kann man nicht ganz runterdrücken. Und das dann hier oben dran. Das macht so kein Klackgeräusch, also die steckt man einfach so ein. Gut, nochmal kontrollieren. X ist das erste hier, das ist der Motor. Y das zweite hier und Z das dritte hier oben. Dieses Kabel hier, das kommt jetzt nicht zum Einsatz. Wie gesagt, möchte ich erstmal nur das Graviermodul testen. Der Laser, der kommt später. Und dieses Kabel ist dazu da, den Laser anzuschließen. Das geschieht dann, meine ich, hier an dieser Stelle über diesen Anschluss. Dann haben wir noch hier dieses Kabel. Das ist das Kabel für den sogenannten Spindelmotor, also praktisch die Graviereinheit. Und hier muss man aufpassen, dass man nicht Plus und Minus verwechselt. Das rote Kabel ist das für Plus, das schwarze das für Minus. Hier wird das Ganze angesteckt, hier auch erstmal überhaupt kein Problem, denn wir können den Stecker nur in eine Richtung anschließen. Da ist dann vollkommen klar, was Plus und Minus ist. Also hier diese kleine Mechanik, die kommt nach oben. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Ich drehe das Ganze nochmal. Wieso sage ich es eigentlich immer? Ihr seht doch, dass ich es drehe. So, und jetzt haben wir hier diese beiden Anschlüsse. Da darf man Plus und Minus nicht verwechseln, kann man aber auch nicht, wenn man genau hinschaut. Hier an dieser Stelle, aus eurer Perspektive natürlich jetzt sehr schwer zu sehen, ich blende euch mal kurz ein Bild ein, da befindet sich so ein kleiner Nuppes, so ein kleines Knöpfchen oder was auch immer das ist, mit einem Plus darauf, der ist rot eingefärbt. Und das heißt, hier an die rechte Seite, da kommt natürlich dann dementsprechend das rote Kabel für Plus. Wenn wir hier drauf schauen auf das Kabel, dann sieht das aus wie ein B, oder so herum sieht es aus wie ein B, also jetzt hier links ist so ein senkrechter Strich und dann geht hier ein, was ist das, so ein Stückchen von einem Blech, geht dann so herum, und unten so herum. Ich werde das jetzt so anschließen, weil das hier leicht asymmetrisch ist von den Breiten her. Also das Plastik um diesen Anschluss herum ist leicht asymmetrisch, dass der größere Teil nach außen zeigt und das ist da, wo das B seine beiden Knubbel hat. Also Knubbel des Bs nach außen und dann so weit aufstecken, dass das Plastik unten aufsitzt. Das gleiche natürlich mit dem schwarzen Knubbel des Bs nach außen. Dieses Mal also nach links. Und schwupps. Ja, eventuell muss man noch mal ein bisschen nachdrücken, bis das ganz aufsitzt. Aber das passt. Okay. Ha, ich habe es nicht gesagt und ihr habt gesehen, dass es sich dreht. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist hier der Controller. Der kommt hier unten an diese Stelle. Den kann man auch nur in eine Richtung anschließen. So. Nein, das war nicht das Einzige, was noch gefehlt hat. Noch eine Sache fehlt natürlich, der Netzstecker. Aber den werde ich ja später anschließen, wenn ich die Maschine wirklich testen will. Den Netzstecker würde man hier anschließen. Also das passt hier rein.
So. Gut, das darf ich natürlich nicht hier drunter rausschauen lassen. Das führen wir schön außen herum. So, das war die Elektronik. Übrigens ist hier in diesem Controller schon eine 128 MB SD-Karte, genauer gesagt eine Micro-SD-Karte mit drin. Micro-SD, sorry. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass sowas dabei ist. Normalerweise muss man sich solchen Zubehör dazu kaufen. Im Übrigen ist es sehr, sehr wichtig, dass diese Plastikunterlegscheiben, die ihr hier seht, oder auch da oben, sich nicht zwischen den Schrauben und der Platine, sondern zwischen der Platine und diesem Aluminiumgehäuse befinden, denn das sind Isolatoren. Die sollen verhindern, dass es auf der Platine einen Kurzschluss geben kann, denn so ein Kurzschluss würde diese natürlich dauerhaft beschädigen. Und was diesen Kabelsalat hier angeht, werde ich mal versuchen, den mit diesen Kabelbindern hier zu bändigen, denn es wird Zeit, das Ding endlich mal anzuschließen und zu testen. Ihr seht, man kann diesen Controller benutzen, um die Maschine händisch zu steuern, aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Deshalb schauen wir uns jetzt mal an, wie wir mit dem Computer eine Datei erstellen und auf diese Maschine laden können, die das Steuern für uns übernimmt. Im Prinzip muss diese Maschine ja wissen, welcher Motor zu welcher Zeit in welche Richtung wie weit fahren muss. Das heißt, wir haben es hier mit Bewegungsbefehlen zu tun und so eine Datei, die diese Bewegungsbefehle beinhaltet, das ist eine G-Code-Datei, zu Deutsch G-Code. Das kenne ich schon vom 3D-Drucker, da ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Der braucht ebenfalls solche Bewegungsbefehle, um den Druckkopf hin und her zu fahren. Und hier ist es halt die Graviereinheit bzw. die Lasereinheit, wenn man die statt des Gravierers hier dran montiert. Vivo liefert hier auch schon eine Software mit, die heißt Candle. Mein Problem war allerdings, Candle ist primär für Windows geschrieben und ich benutze Windows ebenso wenig, wie meine Werkstattfenster hat. Also brauchte ich eine entsprechende Mac-Variante davon. Die gibt's auch. Ich musste ein bisschen suchen, aber dann habe ich sie online zum Download gefunden. Will ich euch jetzt nicht verlinken, weil das war irgendwie über ein Forum, hat das da jemand angeboten. Also es war kein offizieller Download. Aber wenn ihr danach sucht, werdet ihr das schon selber finden. Mitgeliefert werden außerdem diese beiden Teile. Vermeintlicherweise beides USB-Sticks, aber das blaue ist in Wirklichkeit ein Micro-SD auf USB 2.0 Adapter. Die Dateien, die man hier im Programm Candle erstellt, werden gegebenenfalls mit Hilfe dieses Adapters auf eine Micro-SD-Karte gezogen. Die kommt dann hier in diesen Slot im Controller, sodass die Datei sich hier auf der Maschine befindet und benutzt werden kann. Das rote ist wirklich ein USB-Stick. Da befinden sich neben der Installationsdatei für das Programm Candle, in der Windows-Version zumindest, auch der Treiber für die Maschine und ein paar Beispieldateien. Für die erste Installation soll man die Maschine allerdings erstmal mit Hilfe dieses Kabels hier an den Rechner anschließen. Der Zeitpunkt ist gekommen, zuzugeben, dass ich hier gewisse Probleme habe. Ich glaube, es liegt am Treiber, denn den müssten wir jetzt installieren. Hier auf diesem Stick ist natürlich wieder nur die Windows-Variante drauf. Ich brauche die Mac-Variante, also habe ich mir die heruntergeladen oder zumindest das, von dem ich glaubte, dass es die richtige wäre. Aber wahrscheinlich ist es die falsche, denn ich kann kurz gesagt das Teil nicht ansteuern. Ich habe alles beherzigt, was hier in der Anleitung steht, also da muss man irgendwie schauen, auf welchem Port dieses Gerät angeschlossen ist, diese Portnummer dann in den Einstellungen von Candle eingeben, dann sollte das funktionieren, aber es funktioniert nicht. Da muss ich mich mal intensiver mit befassen und mein Problem ist, ich habe dafür jetzt keine Zeit. Die nächsten zwei Wochen ist bei uns in der Schule das Abitur dran, da müssen wir viel vorbereiten, ich habe jede Menge Prüfungen und ich will auch noch privat hier ein anderes Projekt fertigstellen. Und das heißt, ich kann hiermit erst in zwei Wochen oder so weitermachen. Okay, ist halt so. Für euch ist es ja eh nur eine kurze Werbepause und wir sehen uns bald wieder. Da bin ich wieder. In der Zwischenzeit sind nicht nur zwei, sondern ganze vier Wochen verstrichen. Aber nicht, weil es hier so kompliziert gewesen wäre, es ans Laufen zu bringen, sondern aus einem ganz anderen Grund. Zwischenzeitlich habe ich dieses Möbel für den Bekannten gebaut, von dem ich sagte, das hat jetzt Priorität. Das Möbel ist fertig und es ist wunderschön geworden, so viel kann ich verraten. Die Videos dazu kommen demnächst. Es werden drei Videos sein, weil das einfach so viel Videomaterial ist. Ihr könnt euch endlich mal wieder auf ein Berndwerk-Projekt freuen, ein richtig schönes, massivvolles Projekt, wie gesagt. Wer mir auf Instagram folgt, der hat das Möbel auch schon gesehen. Aber zurück zu dem Gerät hier.
Wie gesagt, es war nicht arg kompliziert. Kommt, ich zeige euch mal was, da muss ich nämlich noch einen kleinen Fehler einräumen. Hier auf dem Controller hatte ich euch ja bereits gezeigt, dass man die Motoren mit den blauen Knöpfen einzeln ansteuern kann. Hier zum Beispiel geht die gesamte Graviereinheit nach oben. Man sieht davon nicht viel. Wenn man auf die Madenschraube achtet, dann sieht man, dass sich da irgendwas dreht. Man sieht deshalb nicht viel, weil das hier auf 0,1 mm standardmäßig eingestellt ist. Ich kann diese Schrittweite variieren, indem ich hier drauf drücke. Jetzt sind wir bei 1 mm, jetzt bei 2, jetzt bei 5 mm. Es geht auch noch 10, 15 und dann sind wir wieder bei 0,1 mm. Ich gehe mal auf 5 mm und drücke jetzt hier drauf, dann sieht man den Gravierkopf, wie er sich anhebt. Achtung! Man hat es deutlich gesehen, oder nach unten. Und jetzt mal in X-Richtung. So weit, so gut. Rückwärts in X-Richtung. Und jetzt in Y-Richtung, vorwärts. Und da stimmt was nicht. Ich hatte ja gesagt, dass standardmäßig, zumindest in der Mathematik ist es so, wir hier hinten den Ursprung des Koordinatensystems haben. Hier geht dann die X-Achse lang. Ich lege vielleicht mal das Metermaß so dahin, wie das sein sollte. Also hier wäre dann die X-Achse, hier wäre dann die Y-Achse und hier nach oben gehend die Z-Achse, sodass man, wenn man davor steht, hier in den positiven Bereich dieses Koordinatensystems hineinschaut. Nochmal, wenn ich hier auf X drücke in Plusrichtung, dann bewegt er sich tatsächlich in die richtige Richtung, nämlich nach vorne und hier entsprechend zurück. Aber bei Y, da stimmt was nicht. Das müsste sich jetzt eigentlich in diese Richtung bewegen. Und jetzt in diese Richtung. Und da bin ich stutzig geworden und habe festgestellt, dass ich euch vorhin leider etwas falsch erklärt habe. Also nochmal zu meiner Verteidigung. Was ich euch erzählt habe, ist nicht grundsätzlich Kokolores. In der Mathematik ist es so, dass der Ursprung des Koordinatensystems hinten in der Ecke sitzt. Und weil in der Anleitung auch nirgendwo steht, welcher Motor zu X und welcher zu Y gehört, war ich natürlich davon ausgegangen, dass es so ist, wie ich es gelernt habe. Ich bin ja von Hause aus Mathematiker. Tatsächlich ist es aber offenbar anders, nämlich so, dass der Ursprung vorne links ist, also so gewissermaßen. Die X-Achse geht nach rechts, die Y-Achse läuft nach hinten weg und die Z-Achse, ja, die geht natürlich nach oben. Das war schon richtig. Das heißt, ich muss jetzt hier den Anschluss der Kabel, also die Kabelanschlüsse am Motor für die X- und die Y-Richtung vertauschen. Genauso gut kann ich aber hier oben die beiden Anschlüsse für X und Y vertauschen. Es ist ja von der Beschriftung her, wie ich es euch vorhin gezeigt habe, so, dass hier an den Anschlüssen steht, was das Kabel für X und was das Kabel für Y ist. Aber an den Motoren, da steht es halt nicht dran und in der Anleitung, wie gesagt, auch nicht oder zumindest nicht, dass ich das gefunden hätte. Jetzt tauschen wir das mal und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Motoren sich bewegen, wenn ich hier den Controller benutze. Wir sind hier immer noch bei 5 mm Bewegung pro Knopfdruck. Für die Z-Bewegung reicht das auch, denn da haben wir nicht so viel Spiel. Also hier geht es nach wie vor nach oben. Und da nach unten, da habe ich ja nichts geändert. Aber jetzt kommt hier die X- und die Y-Bewegung und dazu erhöhe ich mal die Schrittweite auf 15 mm, das Maximum, was hier möglich ist, damit man das deutlicher sieht. Also wenn ich jetzt auf X plus drücke, dann bewegt sich der Gravierer nach rechts und bei X minus bewegt sich der Gravierer nach links. Drücke ich auf Y plus, dann bewegt sich der Gravierer gar nicht, sondern die Platte bewegt sich nach vorne, aber das ist ja analog dazu, dass der Gravierer sich relativ zur Platte nach hinten bewegt. Und wenn ich auf Y- drücke, kommt der Gravierer relativ zur Platte entsprechend nach vorne. Nochmal, Y+, geht's nach hinten, das heißt, hier ist die Y-Achse, da hinten geht's ins Positive und Y- kommt wieder näher an die X-Achse heran, wie gesagt, relativ zum Koordinatensystem auf der Platte. Und das heißt, jetzt haben wir das richtige Koordinatensystem so liegen, wie es bei der Maschine gehört. War nicht von vornherein klar für mich, von daher habe ich das hier nochmal richtig gestellt. Natürlich habe ich daran gedacht, den Teil, den ihr schon gesehen habt vorhin, einfach rauszuschneiden aus dem Video und neu zu drehen. Aber dann dachte ich, komm, was soll's. Wenn ich schon als Mathematiker, der ja mit Koordinatensystemen täglich umgeht, dieses Problem hat und darüber gestolpert ist, dass er hier X und Y im Motor vertauscht hat, beziehungsweise das Koordinatensystem an der falschen Stelle wähnte, dann werden andere dieses Problem womöglich auch haben. Also lass ich's einfach drin. Solche Rückschläge gehören eben dazu. Und apropos Rückschlag, was ist eigentlich hier mit dem Problem mit der Steuerung mit dem Computer? Nun, ich hab's schlussendlich in den Griff bekommen und da will ich euch noch mal kurz zeigen, was das Problem war. Ich habe nun mal keinen Windows-Rechner, sondern einen Mac. Und bitte, erspart mir die Kommentare, das wäre kein richtiger Rechner und so weiter, ja? Also, die Diskussion werde ich jetzt nicht mit euch führen.
Auf jeden Fall bin ich mit dem Rechner bisher ganz gut gefahren, aber natürlich besitzt die breite Masse Windows-Rechner und dementsprechend ist hier auf dem Stick die Software Candle und der Treiber für das Gerät für Windows drauf. Ist ja auch okay. Online habe ich, wie ich vorhin schon erzählt hatte, dieses Programm Candle auch für macOS gefunden, habe das hier installiert. Hat an sich auch geklappt, also das Programm an sich zu installieren und zu öffnen. Ich bin der Anleitung gefolgt, da muss man den Port heraussuchen, an dem dieses Gerät angeschlossen ist und hier oben richtig einstellen. Dann muss man hier den Boot, was auch immer das ist, BAUD, ich habe keine Ahnung, was es ist, auf 115.200 setzen. Und dann, wenn man auf OK drückt, muss hier oben rechts Idle stehen, also IDLE, Idle. Wenn das da steht, dann sollte alles funktionieren. Und da steht Idle. Tatsächlich, nach dem Anschließen des Gerätes gab es hier auch ein Klicken, von daher bin ich schon davon ausgegangen, dass hier die Verbindung hergestellt ist. Aber wenn ich hier auf diese Steuertasten drücke, ich weiß nicht, ob ihr sie hier auf die Entfernung gut sehen könnt, da sind so kleine Steuertasten für rechts, links, hoch, runter und natürlich nach hinten und nach vorne. Wenn ich hier drauf drücke, dann passiert rein gar nichts an der Maschine. So, also dachte ich, okay, ich habe jetzt zwar jetzt dieses Candle installiert, aber der Treiber, der ist natürlich der falsche. Das heißt, ich muss vielleicht doch irgendwie mit Windows arbeiten, da ich den Treiber für macOS nicht gefunden hatte. Kein Problem, es gibt ja immerhin Programme wie Parallels, das ist eine Möglichkeit hier auf dem Mac auch Windows virtuell laufen zu lassen über eine sogenannte virtuelle Maschine. Da gibt es eine kostenlose 14-tägige Testversion von, die habe ich mir geholt, habe dann hier die Sachen installiert und wollte die Maschine ansteuern. Aber siehe da, genau dasselbe Problem. Ich hatte den Port herausgesucht, eingegeben, ich hatte hier dieses Boot 115.200 eingegeben, hier oben stand Idle und bei den Cursor-Tasten ist nichts passiert. Ich hatte hier echt mehrere Stunden damit verbracht, mich selbst in Zweifel zu ziehen und meine Fähigkeiten in Zweifel zu ziehen. Hab hier alles Mögliche probiert, hab jedes Mal neu installiert, wieder neu gestartet und so weiter und so fort. Bin irgendwann verzweifelt und hab dann doch nochmal ein bisschen gesucht und in einem Forum gefunden, was die Lösung ist. Und diese Lösung ist so einfach, das glaubt ihr mir jetzt fast nicht. Ich hab's auch nicht in der Anleitung gelesen, ja. Aber im Nachhinein denke ich mir, wie bescheuert bin ich eigentlich, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Die Lösung ist folgende. Ich versuche hier gerade mit dem Gerät die Maschine zu steuern. Und natürlich kann man die Maschine auch hier mit dem Controller steuern. Dummerweise kann man nicht beides gleichzeitig machen. Die Lösung besteht also darin, dieses Teil hier abzustöpseln. So, das Ding ist draußen. Und jetzt schauen wir mal. Cool, das ist der Demonstrationseffekt. Eben hat es noch funktioniert. Kleinen Moment. So, das war der Home-Button. Ich habe sozusagen zurückgesetzt. Ja, jetzt haben wir es. Weiß nicht, was gerade los war. Wahrscheinlich musste ich ihn zurücksetzen. Ja, ihr seht, ich drücke hier auf die Tasten und er bewegt sich ganz wunderbar. Hoch, runter geht auch. Ja, oder auch nicht. Warum geht er nicht hoch und runter? Also rechts, links und so weiter hat gerade funktioniert. Muss ich da auch irgendwas setzen? Reset. Ich gehe einfach mal auf Reset. Ah, jetzt. Okay. Es hat eines Resets bedurft. Ich muss das resetten. So, und jetzt kann ich das ansteuern. Okay, man sieht hier übrigens auch, hier ist so ein kleiner orangener Punkt oder so ein Kreuzchen, so ein Symbol. Das ist quasi der Fräskopf hier auf dem Bildschirm, relativ zum Koordinatensystem. Wenn ich das Ding hier bewege, das Ding bewege, dann bewegt sich auch hier dieser Punkt entsprechend mit. Also man sieht hier direkt 1:1, was die Maschine macht. Und jetzt werden wir uns mal an den ersten Versuch heranwagen. Ich werde mir nicht direkt eine eigene Datei erstellen, so wie ich es vorhin mal gesagt und wie ich es auch im Endeffekt vorhabe, sondern ich werde mir eines der mitgelieferten Standard-Files hier heraussuchen. Das ist so ein Fisch, ist das, glaube ich. Und es gibt auch einen Schriftzug. Interessanterweise ist der Schriftzug iPhone, also wiederum ein Produkt von Apple, was aber hier gar nichts mit zu tun hat, wie auch immer. Auf jeden Fall der Schriftzug iPhone, den kann man gravieren oder eben so ein Fisch-Emblem. Und ich glaube, ich probiere das mal mit diesem Fischemblem und werde hier mal alles vorbereiten. Wir sehen uns gleich, wenn ich damit fertig bin.
Hier sind zwei Arten von Gravierern dabei, jeweils in fünffacher Ausfertigung. Einen davon habe ich natürlich hier unten schon eingespannt. Das rechte, das habe ich auch so erwartet. Das ist so ein ganz normaler, ja, zylinderförmiger Gravierkopf, mit dem man beispielsweise Schriften fräsen kann. Also einfach im Holz eintauchen, 1-2 mm und dann da entlang fahren. Und das andere, das kannte ich so noch nicht. Das sieht im Prinzip aus wie eine Nadel. Allerdings eine halbierte Nadel, wenn man da mal genau hinschaut. Und damit kann man wohl auch richtige Reliefe aus dem Holz herausarbeiten. Apropos Holz, ihr seht, hier ist schon was eingespannt. Das ist ein Stück Nussbaum. Das ist von dem Massivholzprojekt übrig, das ich gerade fertiggestellt habe. Und diese Halterungen hier, die funktionieren sehr gut. Also nach der ersten Halterung war das bereits ziemlich fest. Man konnte es nur noch ganz leicht drehen. Nach der zweiten Halterung, nachdem die befestigt war, war das bereits bombenfest. Die dritte und die vierte sind eigentlich nur, ja, optional in dem Fall vielleicht nicht, aber zur Sicherheit, sage ich mal so, da wird sich nichts bewegen, also zumindest nicht relativ zu dieser Aluplatte. Ich bin nicht sicher, ob das eben so richtig klar wurde, aber ich arbeite hier auf Mac OS. Ich arbeite nicht über Parallels hier mit Windows. Candle zu installieren war ja auch gar nicht das Problem auf Mac OS, sondern die Geschichte mit dem Treiber schien mir problematisch. Tatsächlich habe ich jetzt keinen Treiber für Mac OS heruntergeladen und per Hand installiert. Also entweder war der schon bei der Candle Software irgendwie mit dabei oder der hat sich im Hintergrund von selbst installiert. Auf jeden Fall funktioniert das hier jetzt wunderbar. Ich kann über diese Tastatur hier da den Fräser ansteuern und das klappt offensichtlich. Ja, ich kann auch hier jetzt eine Datei importieren. Ich wähle einfach mal eine der Dateien, die hier mitgeliefert wurden. Das sind drei Stück. Einmal so ein iPhone-Schriftzug, einmal ein großes Fischmotiv und einmal hier ein kleines Fischmotiv. Ist vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, aber ich glaube, man kann es ahnen. Hier ist ein Fisch und da ist ein Fisch. Jetzt war für mich die Frage, wie groß ist denn dieses Bild eigentlich? Das kann man hier auf den ersten Blick nicht genau sehen, zumindest nicht, dass ich wüsste. Also habe ich einfach einen kleinen Trick angewendet. Ich habe hier unten mal die Schrittweite auf 5 mm gesetzt, also die Schrittweite des Fräsers, und bin hier mal nach links gegangen. Dann sieht man hier, wie der virtuelle Fräser auch nach links geht. Das waren 5 mm, das waren 10 mm, die Spitze ist jetzt hier. Und das sind 15 mm, die Spitze ist genau in der Kante. Ich setze mal hier zur Kontrolle das Ganze nochmal auf 10 mm und jetzt gehe ich nach rechts. 10, 20, 30. Also das ist ein Quadrat von 30 mm Seitenlänge. Das habe ich hier im Hintergrund, ich glaube nicht, dass man es jetzt hier sehen kann, aber ich habe es schon aufgezeichnet. Einfach nur so für mich als Referenz, ob das auch nachher klappt. Ja, und jetzt muss ich mal versuchen, ob ich den Fräser an die richtige Startposition gefahren bekomme und dann versuchen wir mal, dieses Motiv hier herauszufräsen. Ich muss jetzt darauf achten, dass die virtuelle Position des Gravierkopfes mit der tatsächlichen Position übereinstimmt. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Ich habe mir ja, wie gesagt, hier so ein 3x3 cm Quadrat aufgezeichnet. Der Gravierkopf befindet sich über der unteren linken Ecke dieses Quadrates. Die virtuelle Position ist aber genau in der Mitte. Deshalb muss ich den Gravierkopf jetzt um 15 mm nach rechts und nach hinten fahren. Das mache ich hier über diese Steuerelemente. Jetzt stimmt das hier, aber jetzt ist der virtuelle Kopf irgendwo oben rechts. Darum benutze ich diesen Button hier. Das ist so ein Button, der heißt 0XY, also 0XY. Der setzt jetzt die virtuelle Position zurück auf 0. Und jetzt ist die hier genau in die Mitte gerutscht, da wo auch die echte Position des Gravierkopfes ist. Jetzt muss ich noch die Höhe meiner Gravierspitze anpassen. Die Maschine kann ja nicht wissen, wie dick mein Werkstück ist. Also muss ich die Gravierspitze auf das Werkstück absenken. Das kann ich entweder hier manuell über dieses Rädchen tun oder hier über dieses Menü. Da setze ich allerdings die Schrittweite mal auf weniger als 5 mm. Zum Beispiel 0,1. Man kann sogar 0,01 mm wählen. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich wähle mal 0,1. Wie gesagt, ja, woher weiß ich, dass ich das Holz berührt habe? Die Spitze ist ja so spitz, wenn ich hier runterdrehe, dann wird das irgendwann einfach im Holz versinken. Man soll ein Blatt Papier dazwischen legen. So ein Blatt Papier hat ja ungefähr 0,1 mm Dicke. Und dann soll das Papier hier noch ganz leicht zu bewegen sein oder die Spitze so ganz leicht darüber kratzen. Wie gesagt, ich mache das jetzt hier erstmal per Hand und schauen wir mal. Ja, noch ein bisschen vielleicht. Kann man immer noch bewegen. Jetzt benutze ich hier mal mein Menü und setze das um 0,1 mm nach unten. Jetzt schauen wir mal hier. Ja, jetzt kratzt es. Ihr hört es. Aber man kann es noch bewegen, das heißt, jetzt stimmt die Höhe offensichtlich. Und damit die auch virtuell stimmt, muss ich jetzt hier ebenfalls, genau wie ich eben die X- und Y-Achse auf 0 gesetzt habe, muss ich jetzt hier die Z
Z-Achse auf 0 setzen, also die Z-Koordinate. 0Z oder 0Z heißt dieser Befehl. Ja, jetzt ist hier oben alles 000, so wie es sein soll. Das ist mein Nullpunkt. Der virtuelle Gravierer ist auf dem Nullpunkt. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, ist außerhalb des Bildes, aber ihr habt es eben gesehen. Und hier mein echter Gravierer ist auf dem Nullpunkt. Ja, und wenn ich jetzt hier alles beherzigt habe, was hier steht, dann sollte es eigentlich so sein, dass ich jetzt direkt loslegen kann. Ich muss hier nur noch den Send-Button drücken und dann werden die Daten vom Rechner an die Maschine übertragen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich die Einstellung hier doch falsch vorgenommen habe. Das ist das erste Mal, dass ich das mache. Ich habe überhaupt keine Ahnung mit CNC-Maschinen bisher. Also kann da irgendwas falsch gehen, klar. Ja, und dann könnte der Gravierstift zum Beispiel zu tief ins Holz einfahren und abbrechen. Oder die Maschine versucht, irgendwo in einem Bereich zu fräsen. Zum Beispiel hier im Bereich dieser Metallklammern. Und dann wäre ebenfalls der Gravierer kaputt. Aber es gibt ja auch noch Ersatzspitzen. So schlimm wäre es nicht. Gefährlich wäre es trotzdem. Die Maschine könnte kaputt gehen. Das wäre, glaube ich, noch das Blödeste, was passieren könnte. Deshalb werde ich die ersten Minuten daneben stehen und den Netzstecker ziehen, falls irgendwas passieren sollte. Lass es uns mal testen. Ja, dann ist hoffentlich jetzt alles bereit. Die Maschine steht, der Rechner ist da. Die Anleitung habe ich durchgelesen und beachtet. Die Kamera steht da für die Zeitraffaufnahme, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Beleuchtung ist da. Dann würde ich mal sagen, ich bin sehr gespannt. 3, 2, 1, Send! Keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Der hat ein paar Sekunden lang gefräst, ihr habt's ja gesehen, und dann hat er einfach aufgehört. Äußerst mysteriös. Ich würde sagen, ich setze die Position nochmal zurück auf 0 und starte einfach nochmal. Zweiter Versuch, selbes Stück Holz, Gravierkopf in der Mitte, auch hier im virtuellen Gravierkopf in der Mitte, aber da oben ist alles schön auf 0 gesetzt mit diesen beiden Buttons hier. Und dann ist da dieser Send-Button. Und wir drücken da jetzt mal drauf. Auf die Plätze, fertig. Dieses Mal hat von der technischen Seite her alles ganz wunderbar funktioniert. Und trotzdem habe ich den Prozess manuell nach wenigen Minuten beendet. Warum? Nein, nicht weil der Gravierer abgebrochen wäre oder irgendwie auf die Metallplatten gekommen wäre. Wie gesagt, da hat alles funktioniert, sondern aus einem ganz pragmatischen Grund. Das Ding ist relativ laut. Insbesondere wenn es, wie hier, direkt auf einer Holzplatte steht, dann vibriert die ganze Platte. Der Hohlraum darunter wirkt noch wie so ein Resonanzkörper und man hört das im ganzen Haus. Es ist Abend, das Baby schläft und das muss ja nicht sein. Deshalb habe ich es abgebrochen. Ich werde es morgen nochmal beginnen und dann endlich werden wir unsere Zeitrafferaufnahme bekommen. Hier ist sie. Wow, also das ist unglaublich detailliert. Man sieht hier jede einzelne Schuppe dieser Fische und an anderen Stellen ist es komplett plan. Und das mit dieser ganz feinen Nadel, das hätte ich nicht erwartet. Also ich hätte gedacht, dass der Hintergrund, der hier plan ist, irgendwie so eine Art Wellenmuster hätte und dass das mit den Details bei den Fischen hier nicht so gut klappt. Ja, man sieht allerdings auch, dass es hier am Rand so ein bisschen ausgefranst ist. Das liegt aber am Material Holz, beziehungsweise an diesem Material, schätze ich zumindest. Oder ich habe die Drehzahl falsch eingestellt oder was auch immer. Da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie das hier konfiguriert werden kann. Da muss ich mich mal herantasten, damit das wirklich perfekt wird. Ich denke, jetzt kann man diese Fransen hier noch ein bisschen entfernen. Ja,
Und dann sieht das auch ziemlich gut aus. Diese Halterungen, die hinterlassen allerdings ein paar Abdrücke. Da muss ich beim nächsten Mal irgendwie ein Stückchen Kork oder ähnliches unterlegen. Aber ansonsten, für den ersten Versuch und einfach so mit den Standardeinstellungen, absolut beeindruckend. Ich blende euch hier mal ein Bild der Datei ein, wie das Ganze aussehen soll. Und hier jetzt noch einmal, wie das Ganze praktisch aussieht. Ich habe mit dem Skalpell hier und da noch ein paar von diesen Holzresten entfernt, die noch da dran hingen. Und ich denke hier mit dieser Beleuchtung insbesondere, da habe ich jetzt das Licht von der Seite kommen lassen, sieht man doch deutlich, dass die Details wirklich gut hervortreten. Und auch die glatte Fläche, von der ich sprach, sieht man ganz gut. Vielleicht kann ich das Ganze ja noch etwas aufpeppen mit etwas Öl. Das hier ist Walnussholz, also gebe ich hier Walnussöl dran. Ob das jetzt besser oder schlechter wird, das dürft ihr selbst entscheiden. Auf jeden Fall nehmen die verschieden gravierten Bereiche das Öl verschieden auf und sollten dementsprechend auch auf verschiedene Weise nachdunkeln. Inzwischen ist das Öl eingezogen und ich habe das überschüssige Öl entfernt. Und ich finde, die Details kommen hier wirklich wunderschön zur Geltung. Ich blende euch nochmal das Ergebnis ein. Bitte bedenkt noch einmal, dass diese Gravur gerade mal 3x3 cm groß ist, also etwas mehr als eine handelsübliche Briefmarke. Bei manchen Details, wie diesem Bogen unterhalb des Fisches, da dachte ich zunächst, das wäre ein Kratzer, aber tatsächlich sollen das Wellenmuster sein. Man sieht es in der Gravurdatei tatsächlich etwas besser als in echt, aber wie gesagt, das kann auch am Holz liegen, das ich hier benutzt habe. Und in Metall zum Beispiel könnte das schon wiederum ganz anders aussehen. Und damit sind wir natürlich bei einer sehr interessanten Frage angekommen, nämlich, was kann diese Maschine eigentlich alles? Gravieren ist offensichtlich kein Problem, auch sehr fein und detailliert. Aber in welchen Materialien klappt das zum Beispiel und wo klappt es besonders gut? Was ist mit verschiedenen Holzarten, Hartholz, Weichholz? Was ist mit Metall, ich habe es schon angedeutet, oder mit Kunststoffen oder Horn oder Bein, also Knochen oder Leder, hartes Leder, das könnte ja auch funktionieren. Also da gibt es sicherlich einiges, was ich im Laufe der nächsten Zeit mal ausprobieren werde. Und das hier wird garantiert nicht das letzte Video zu dieser Maschine gewesen sein. Mal ganz abgesehen davon, dass es hier noch diese anderen Gravierspitzen gibt. Hier diese groben Gravierspitzen, die eher aussehen wie kleine Bohrer, diese zylinderförmigen. Damit kann man beispielsweise Schilder herstellen, indem man eine grobe Schrift aus einem Stück Holz herausfräst. Oder Metall oder was auch immer. Wie gesagt, ich muss das erstmal ausprobieren. Und dann gibt es natürlich noch die Lasereinheit, die hier dabei ist, die ich aber in diesem Video noch überhaupt nicht montiert habe und auch in diesem Video nicht mehr montieren möchte. Ja, ich habe also hier jetzt einen ersten Einstieg in das Thema CNC gefunden. Vorher hatte ich noch keinen. Ich weiß, es gibt Leute, die bauen sich eine CNC selber. Mit dem 3D-Drucker drucken sich die Teile aus, Stangen kaufen sich dazu und frickeln sich das Ganze zusammen. Klar, kann man machen, wenn man da Bock drauf hat. Ich hatte jetzt keinen Bock dazu, vielleicht später mal, aber jetzt nicht. Und dann gibt es natürlich Leute, die sich direkt eine große Maschine für etliche 1000 Euro kaufen. Das hier ist wirklich ein Anfängermodell. Und ganz ehrlich, Leute, ich finde das Ding richtig, richtig geil. Dafür, dass es hier um die 300 bis 400 Euro, glaube ich, nur kostet. Es macht einen hochwertigen Eindruck. Also klar, ich habe die jetzt geschenkt bekommen. Von daher kann ich euch jetzt hier irgendwas vom Pferd erzählen. Aber ihr kennt mich. Ich erzähle nicht, dass ich hier ein tolles Produkt habe, wenn dem nicht so ist. Aber von dieser kleinen Maschine, so für den Anfänger im Bereich CNC, bin ich zumindest bis jetzt absolut begeistert. Wie gesagt, das wird nicht das letzte Video sein. Da werde ich einiges ausprobieren müssen. Auch im Bereich Software übrigens. Ach ja, ich habe es noch nicht gesagt, glaube ich. Man muss den Rechner gar nicht hier an die Maschine anschließen. Man kann ja auch eine Datei erstellen, diese Datei auf die SD-Karte ziehen und das Ganze dann in den Controller, der jetzt hinten in der Ecke liegt, ich glaube außerhalb des Kamerabereichs, hier in diesem Controller, kann man dann ja auch diese SD-Karte einfügen und so die Datei auf die Maschine laden, sodass man den Rechner in einem anderen Zimmer stehen haben kann als die Maschine. Ist ja auch nicht wirklich toll, wenn hier der ganze Staub immer auf den Rechner fliegt. Das muss nicht sein. Ja, auch vom Programm her, Candle, damit habe ich jetzt zum ersten Mal hier so ein bisschen herumgespielt, aber eigentlich nur für die manuelle Steuerung und um die Datei hier zu öffnen und das Ganze dann hier fräsen zu lassen, aber selber erstellen habe ich ja noch nicht gemacht. Vor dem Video habe ich mal gesagt, dass ich das machen will,
Will ich auch, aber jetzt habe ich es dann doch nicht geschafft. Seht mir bitte nach, das Thema ist unglaublich komplex. Also, auch das Selberstellen von Dateien will ich natürlich mal angehen, denn was bringt's denn, wenn ich nur die Dinge anderer Leute herunterlade und fräse? Beinahe hätte ich ausdrucken gesagt. Ja, es ist eine CNC, also fräse bzw. graviere. So, ich glaube, das war's, was ich zu der Fräse zeigen und erklären wollte. Das Video war lang genug. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, dass es interessant war. Würde mich freuen, wenn ihr jetzt ebenfalls Spaß gefunden habt an dieser Maschine und das mal ausprobieren würdet. Wie gesagt, schaut mal unten in die Videobeschreibung, da verlinke ich euch diese Maschine, eventuell sogar mit einem Rabattcode, den mir Vivo ebenfalls für euch zur Verfügung gestellt hat. Und wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl!